Sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, die 18 NRW-Sportschulen sind ein zentraler Baustein für den Nachwuchsleistungssport in unserem Sportland Nummer 1. Sie sind es, die jungen Menschen gemeinsam mit den Eltern und den Sportvereinen auf ihrem Weg vom Sporttalent zum Leistungssportler begleiten. An ihnen haben die Karrieren von deutschen Meistern, Europameistern, Weltmeistern und Olympiasiegern begonnen. Hier möchte ich exemplarisch den Champions-League-Sieger von 2021, Kai Havertz, den Paralympics-Sieger von 2016, Felix Streng, oder die Beach-Olympiasiegerin von 2016, Laura Ludwig, erwähnen. Doch Medaillen und Podestplätze sind nicht die einzigen Aktivposten in ihrer Erfolgsbilanz. Unsere NRW-Sportschulen vermitteln auch die Wissensgrundlagen, die junge Sporttalente duale Karrierechancen eröffnen. In der letzten Legislaturperiode haben wir mit der Schaffung von 32 neuen Trainer-Lehrerstellen noch einmal eine deutliche Qualitätssteigerung angestoßen. Mit unserem vorliegenden Antrag gehen wir jetzt den nächsten Schritt und sorgen dafür, dass der organisierte Sport in seiner Breite noch stärker als bisher von diesem Invest profitiert. Wir alle wissen, nur dank der rund 8.000 Übungsleiter und Lizenztrainer können in NRW fast 5 Millionen Menschen in 18.000 Sportvereinen ihren Sport ausüben. Umso wichtiger ist es, dass wir jede Möglichkeit nutzen, Übungsleiter und Trainernachwuchs für den Vereinssport zu akquirieren. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, die NRW-Sportschulen vermitteln jungen Menschen in der Oberstufe Lerninhalte, die auch für den Erwerb der Übungsleiter-C-Lizenz Breitensport erforderlich sind. Diese Wissens- und Nachwuchsressource gilt es zu nutzen, indem an den NRW-Sportschulen flächendeckend die Voraussetzungen geschaffen werden, dass interessierte Schülerinnen und Schüler diese Übungsleiter-C-Lizenz im Rahmen der Sekundarstufe 2 ablegen können. Ergreifen wir die Chance, den Leistungssportnachwuchs frühzeitig als Multiplikatoren an den organisierten Sport zu binden. Geben wir den Leistungssportlerinnen und Leistungssportlern die Gelegenheit, sich mit ihrem Wissen, ihrer Begeisterung und ihrer Vorbildfunktion da aktiv einzubringen, wo sie selbst mit dem Sport begonnen haben, im Breitensport. Der geschätzte Kollege und Australian Football-Nationalspieler Thomas Okos war zwar nicht an einer der NRW-Sportschulen, aber er ist ein großer Fan dieser NRW-Sportschulen. Er hat in der letzten Plenarwoche zu Recht ausgeführt, wir können nicht alle mit einem MacBook und einem Chai Latte in Berlin in einem Coworking-Space sitzen und die 10. Dating-App erfinden, denn wir brauchen auch Trainer C.